Geh mir aus dem Weg. Ich will nicht neben dem Kleid stehen, was du im Müll gefunden hast. Ach, Lilly, geh zurück auf deinen Platz. Alle warten schon wieder nur auf dich. Tut mir leid, Herr Miller. Lilly, beweg dich! Gerader Rücken! Lilly, ruhst du dich heute aus? Denkst du, es ist Zeit für eine Pause? Wer kann Lilly zeigen, wie das geht? Herr Miller, darf ich? Oh ja, Julie, unser ganzer Stolz. Bitte zeig doch Lilly, wie man es richtig macht. Bravo, bravo, Julie. Okay, Mädels, morgen ist unsere letzte Probe. Also, ihr wisst Bescheid. Hab ich recht, Lilly? Hey, Loser. Du bist eine Schande für unser Theater. Bleib besser zu Hause und sei still. Ich will dein hässliches Gesicht und Kleid hier nie wiedersehen. Morgen ist die Generalprobe. Das lasse ich mir nicht entgehen. Wenn ich dich hier morgen sehe, wirst du bereuen, dass du geboren wurdest. Vielleicht bittest du deinen Papa um Hilfe. Weißt du was? Er wird dir nicht helfen, weil er dich und deine blöde Mutter verlassen hat. Was sagst du dazu? Schatz, was ist passiert? Mom, alles ist in Ordnung. Mir gefällt das nicht. Diese Aufführung ist zu stressig für dich. Vielleicht können wir morgen zu Hause bleiben, etwas Zeit miteinander verbringen. Oh, Lilly, du glühst ja. Vielleicht hast du Fieber. Mom, hör auf. Mir geht's gut. Ich hab so lange zu Hause rumgesessen. Du weißt doch, ich halte das nicht mehr aus. Julia, hallo. Wo ist deine Tasche? Du hältst mich schon wieder auf. Hey, Mama. Hab dich vermisst. Ich hab keine Zeit für sowas. Hol deine Sachen. Aber ich... Klappe. Dein Vater wartet im Auto. Hey, Pam. Was ist mit dem Geld? Alle Eltern haben für ihre Kostüme bezahlt. Wie lang muss ich noch auf dich warten? Hallo, Kate. Ich hab im Moment nicht genug Geld. Ich brauche mehr Zeit. Aber können wir das Gespräch nicht unter vier Augen führen? Die Kinder brauchen das nicht mithören. Pam, du verstehst nicht. Lass es mich erklären. Entweder du zahlst jetzt oder deine Tochter wird gar nicht auftreten. Danke, Pam. Ich erwarte den Rest des Geldes Ende der Woche. Wow, Mama, das war cool. Worüber bist du so glücklich? Nach Hause, sofort. Du hast noch jede Menge Hausaufgaben zu erledigen. Oder wollen wir noch einen Monat ohne unsere Geräte auskommen? Los jetzt! Tschüss, Mädels. Morgen ist unsere erste Aufführung, also geht nach Hause. Schlaft euch in Ruhe aus und vergesst nicht euren Text. Was machst du denn hier? Ich hab dich gewarnt. Ich bin hier, weil ich es will. Und jetzt warte ich auf meine Mutter. Lass mich in Ruhe, bitte. Was hast du gesagt? Wiederhol das. Was ist hier los? Lilly, geht's dir gut? Ja, Mama, mir geht's gut. Wie kannst du es wagen? Mama, hör auf damit. Wir haben doch nur die Szene geprobt. Oh, verstehe. Sorry. Ist okay, Frau Collins. Schatz, tut mir leid, dass ich zu spät gekommen bin. Aber warum trägst du das jetzt? Wir müssen es sofort ausziehen. Mama, hör auf damit. Wir machen das, wenn wir zu Hause sind. Dein Arzt hat gesagt, wenn du dich zu viel bewegst, solltest du es ausziehen. Es ist schädlich. Ah, okay. Lass uns gehen, Schatz.
Wir können dich mitnehmen, wenn du willst. Danke, Frau Collins, aber meine Mutter wird bald hier sein, also... Hey. Ich wollte dir nur sagen, es tut mir leid. Das muss es nicht. Doch, das muss es. Ich war so unerträglich. Ich glaube, ich war eifersüchtig auf dich und deine Mom. Sie ist so freundlich und nett. Und meine Mutter. Darf ich dir eine Frage stellen? Klar, schieß los. Warum hast du es niemandem gesagt? Warum hast du Herrn Miller nicht von deinen gesundheitlichen Problemen erzählt? Jeder würde das verstehen. Ich bin das Mitleid einfach leid. Ich möchte so behandelt werden wie alle anderen Mädchen. Ich verstehe. Aber was ist mit dir passiert? Normalerweise vermeide ich es, diese Geschichte zu erzählen, aber... Also gut. Vor einem Jahr hatten mein Vater und ich einen Autounfall. Ich hatte hauptsächlich nur leichte Verletzungen, aber ich habe meinen Rücken gebrochen. Mein Vater hatte nicht so viel Glück wie ich. Die Ärzte konnten ihn nicht mehr retten. Er ist gestorben. Oh mein Gott, Lily, das tut mir so leid. Danke, aber jetzt geht's mir gut. Weißt du, er wollte immer, dass ich Schauspielerin werde. Und deshalb ist der heutige Auftritt nur für ihn. Lass uns heute alles geben. Es ist Zeit für uns, auf die Bühne zu gehen. Ach, da ist noch etwas wegen deiner Mutter. Sie ist vielleicht manchmal streng zu dir, aber sie liebt dich. Du bist der ganze Stolz von Mr. Miller. Du bist die Beste in unserer Klasse. Glaubst du, du kannst es auch ohne ihre Unterstützung sein?